Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jo, unsere Kolonisten beten in aller Seelenruhe. Meine Ratten betteln mich mal wieder um Leckerlis an. Ja, und hier oben ist eine Piratenhorde, die der Meinung war, sie müsste versuchen, uns anzugreifen. Aber irgendwie scheint das Ganze nicht so zu funktionieren. Hm? So. Nur ärgerlicherweise werden die Waffen, die fallen lassen, in extremer Geschwindigkeit hier verrotten. Was mich ein ganz kleines bisschen stört. Ich davon gerne das ein oder andere noch gehabt hätte. Aber wie gesagt, sehr weit kommen die hier eh nicht. Der rennt hier eh gerade ins Tiberium-Gas. Da kann der sich von seiner Existenz verabschieden. Oder hat der irgendwas... Rein sicherheitshalber rufe ich mal alle unsere Roboter zurück. Verteidigungsanlagen stehen ja inzwischen wieder. Sollten sie es überraschenderweise schaffen, na umso schöner. Granatwerfer, niedlich. Aber auf so kurzer Entfernung nicht ganz effizient. Ich gebe zu, sie halten länger durch, als ich erwartet hätte. Fast verrottet. Ja, von den meisten Waffen werden wir wahrscheinlich nichts mehr sehen. Er ist auch ein Stück weit zu aufwendig, die jetzt zu holen. So. Dann. Alles, auch wenn ich nicht glaube, dass wir von den Sachen viel bekommen werden. Ich glaube nicht, dass das ein guter Plan ist, hier lang zu fliehen, weil... Ja, das Tiberium explodiert, Leute. Kleiner Tipp.
bin überrascht, dass es einige von ihnen überhaupt geschafft haben, die Karte zu verlassen. Schade um die Ausrüstung ist es trotzdem. Wir hätten wenigstens versuchen können, noch das ein oder andere zu bekommen, aber ja. Da war wohl jemand etwas sparsam, was den Radius angeht. Wer das bloß gewesen sein könnte, wenn ich den erwische. Ja, gerade wenn es uns an Stahl mangelt. Großhändler ist schön. Ja, der hat eine Gasmaske, aber das wird ihm... Was heißt, das wird ihm? Das hat ihm definitiv nicht geholfen. Schade. Ich hatte mir von dem Angriff etwas mehr erhofft. Auf der anderen Seite... Und das ist meine professionelle Meinung. Wildschweine, Schafe. Okay, ich wollte nur sehen, wo hier eventuell noch Fleisch rumliegt. Bauteile nehmen wir. Alle. Neutramin nehmen wir auch. Medizin ist immer noch zu teuer. Stahl arbeiten wir selber dran. Das ist soweit okay. Tja, Holz ist knapp wie immer. Weg, weil Rucksäcke machen nur Sinn, wenn man tatsächlich irgendwo hin will. Oh, ein bisschen teuer. Jetzt muss man nur noch gucken, dass sich tatsächlich irgendjemand mal mit Reparieren beschäftigt. Füllt sich langsam, ha?
Wie sieht's gesundheitlich aus? 47 und bei Tümmler. Entschuldigt bitte. Oh, da hat's gerade aber mächtig gejuckt. Und bei Tümmler 49, okay. Ja, Temperatur. Oh, das ist einfach so. Die dürfte zu reparieren sein. Schauen wir mal, ob wir uns das Leben leicht machen können. Wäre ja eine äußerst praktische Sache. So, Anstellung einfügen. Ach, pff, 3, 4. Aber natürlich. Einfach mal drauf. Wobei Muskelparasiten nicht mal so schlimm sind es schon, sind unangenehm, aber. Na ja, okay. Aber es ist schon schlimm. Sofort da. Erlaube Handwerk. Okay, das ist nicht unser Problem. Ja, nur müsste halt jemand mal anfangen, die Sachen zu reparieren. Aber wahrscheinlich sind alle gerade mit allem anderen beschäftigt.
Hier, macht mal eine Krankheitspause. Ach, das war für die Black Hand Klamotten. Hier ist aber auch immer irgendwas los, hm? Ah, das ist also nichts. Kann das sein, dass ich vielleicht die falsche Person hier zum Handwerkeln eingestellt habe? Meine, traue ich mir durchaus zu. Brauchen wir denn? Geht aber. Wo gerade so friedlich ist. Auch das ist nicht unser Problem. Flicken wir doch hier und da mal ein paar Löcher in den Wänden. Nur mal so rein provisorisch.
Strommäßig sind wir momentan prima dabei, also da sehe ich momentan am wenigsten Bedarf. Bauteilemäßig sieht es auch langsam wieder etwas besser aus. Okay, die können wir neu installieren. Und zwar ein guter Platz. Ja, im Endeffekt schon hier. Weil hier unten ist ja jetzt soweit alles, naja, im grünen Bereich. Aber das ist auch der einzige Grund. Warum wir uns überhaupt um das Feuer kümmern. Das Kabel ist mir dabei sogar relativ egal. Interessant, die Wände brennen also schon mal gar nicht. Sehr gut. Eine Sonnenfinsternis, da wird es natürlich direkt wieder heller.
Na, steht auch alles dran. Na gut, wenn wir die 75 Bauteile erreicht haben, werden sich die Leute ja definitiv mit was anderem beschäftigen. Hier lege ich auch erstmal einen schon still. Der hat sich schon fast dem Kult angeschlossen, was ja schon mal eine gute Sache ist, weil ich würde lieber ihn als Ginger die Messer halten lassen, aber... Unser Einfluss darauf ist natürlich ein wenig begrenzt. Er hat sich direkt die Kultisten unter Nagel gerissen. Du wirst es überleben, ne? Das war halt trotzdem keine schöne Geschichte. Oh, ist hier schon alles fertig geglättet, das ist aber schön. Okay, Episode ist mal wieder vorbei. Wir werden hier ein schönes, großes Grasfeld für unsere Insekten, Raupen, was auch immer, anlegen. Ansonsten halten wir unsere Leute so am Rande des Wahnsinns, würde ich mal sagen. Aber das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ja, unser Eingangsbereich scheint sicher zu sein. Wir werden recht kurzfristig anfangen müssen, hier die Außenmauer nach oben hinzuziehen. Lässt sich nicht vermeiden. Eine Rettungskapsel. Schauen wir mal. Trigger 47. Na, Nachteule. Schläft. Du bist per se eigentlich krank. Ich wünschte, es gäbe einen Befehl, eskortieren. Das wäre extrem nützlich. Naja, die beiden müssten eigentlich damit zu Rande kommen.
Schauen wir mal. Okay, damit hatte sich die Sache jetzt auch schon wieder erledigt. Dann, ja, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!